Okay, wo sind wir jetzt? Ach, wir sind hier unten gelandet. Okay. Oh, sieht das geil aus. Guckt euch das mal an, die Grafik. Wow, das ist der Hammer. Guckt euch das hier gerade mal an. Das ist eine meiner Lieblingsstellen im ganzen Spiel. Dieses zerklüftete Felsland hier. Dessen Anblick leider durch die Anwesenheit dieser Scavenger hier ein bisschen getrübt wird. Aber die werden wir jetzt mal kurz von der Oberfläche dieses Planeten tilgen. Ich fühle mich ja fast so ein bisschen schlecht, dass ich hier dieses ganze Gebiet entvölkere. Wenn es nicht um unser Überleben gehen würde. So. Wenn ich mich erinnere, wie wir am Anfang an so einem Dreier-Trupp Scavenger rumgeknabbert haben und wie schnell der jetzt down gegangen ist, bin ich doch sehr zufrieden mit unserer Entwicklung. Oh Gott, dann ist ein Rammer. Die endlosen Weiten des Ozeans. Auch toll animiert. Ich fürchte nur, die werden wir nicht looten können. Bei uns lassen wir wieder ein bisschen raufkommen. Sehr schön. Perfekt. Bei uns haben die direkt zu uns geprügelt und wir können ihn looten. Könnte immer so sein. Das Spiel haut die Viecher K.O., haut sie zu uns und wir sammeln unsere Beute ein. Ich finde es nur logisch. So, wo sind wir jetzt hier gewesen? Ah, okay, in dem Zipfel. Machen wir diese beiden Nebengebiete hier ausfindig an, bevor wir uns in dieses Riesengebiet hier vorwagen. Machen wir nochmal diesen schmalen Streifen hier zu Ende. Ja, ich bin gründlich, für alle, die sich wundern. Ist halt so. Wupp, da war irgendwas. Blutwurzel. Also können wir noch ein bisschen die wunderschöne Landschaft dieses Spiels genießen. So, sorry, ich muss nochmal auf die Karte gucken. Okay, links und rechts sind jetzt so zwei Nebengebiete. Gucken wir erstmal dieses Nebengebiet hier an. Los! Schlitzen Ratten. Wir ein Paket auf. Ich spiel ein bisschen Rattenfänger. Kammerjäger in dem Fall eher. Nur von Rattenfänger ist ein Kammerjäger. Egal, ihr wisst, was ich meine. Sollen wir uns auf die Fahne schreiben? Der Rattenfänger von Kalador. Nicht von Hameln, sondern von Kalador. Funktioniert aber nach einem ähnlichen Prinzip. Wir töten Ratten. Schöne Aussicht. Jo! Boink. Oh Gott, das hat wehgetan. Danke, Bones. Bones? Bones? Ich höre schon wieder irgendwas aggressives Tier. Ah, kein Ding für uns inzwischen. So, welches ist jetzt das andere Nebengebiet, wo wir noch hin wollten? Da. Oh Gott, ich sehe Luchse. Oder ist das Wölfe? Nee, Wölfe gibt's hier gar nicht. Manchmal kann ich Palmen einfach nicht mehr sehen. Geht mir auch so bei uns. Da ist mal so ein kleiner Laubwald oder Nadelwald auch mal ganz hübsch. Oh Gott, das sind mindestens drei Luchse hier. Das könnte richtig spaßig werden jetzt. Einfach fester Ruf da bei uns, trifft schon irgendwie. Wir ignorieren mal, dass Luchse eigentlich geschützte Arten sind. Hauen sie mal weg. So, das war's. Guck mal, jetzt können wir nämlich auch schon Tatzen und Felle abziehen. Das ist uns möglich dank der Skills, die wir eben von dem Jäger-Fatzke da gelernt haben. Haben wir zwischen 1000 Gold eigentlich? Nein, scheiße, wir haben noch kein weiteres Gold gesammelt. Das kann man doch mit keinem handeln in dem Jägerdorf. Das ist voll nervig. Oh Gott, ich sehe einen Drachen-Snapper. Los, schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Denn jeder Schlag von den Vieren hat überhaupt nichts gebracht, weil es wie sofort wieder aufgestanden ist. Lauf so schnell du kannst. Oh, noch mehr Spinnen, das war ja klar.
Es war so klar. Ich bin auch gerade überlegt. Ich bin mir echt sicher, es gab in der Nähe des Fischerdorfs einen Teleporter. Danke, Bones. Elende zähe Drecksviecher sind das, diese Spinnen. Ah, okay, wir sind wieder im Jägerdorf. Dann springe ich einmal geschwind in die Zitadelle. Okay, Gasthaus, fast. Danke, dass du mich Okay, ich dachte, die hätte fehlt noch irgendwas für uns. Wo ist ein Chef? Da hinten ist Chef. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Oh, er hat Proviant. Scheiße, wir wollten über 1000 Gold kommen. Ah. Da behalten wir die Armbrust. Können mal alle weg. Okay, wir haben jetzt wieder genug Gold. Danke und tschüss. Und einmal zu den Jägern. Hopp, da wäre ich beinahe von der Klippe gefallen. Nicht immer, nachdem man sich teleportiert hat, sofort energisch losrennen. Erstmal um. Kann nicht schaden. So, ich will hier nämlich noch was lernen. Dann können wir die Gegner nämlich endgültig und zwar komplett filetieren. Bring mir etwas über die Jagd bei. Was genau willst du wissen? Naja, kannst du mir noch eine Sache beibringen, du Pflaume. Bring mir bei, wie ich magische Tiertrophäen ziehen kann. Das ist etwas schwieriger. Schaue dir das Tier genau an und überlege dir, welches Teil von ihm eine Trophäe wert ist. Der Rest hängt davon ab, welches Teil du dir ausgesucht hast. Bei Trophäen musst du äußerst vorsichtig sein, damit du sie nicht beschädigst. Sie verlieren sehr schnell an Wert. Okay. Ich würde sagen, wir pennen hier einmal kurz. Gott sei Dank, ohne ins Schattenreich zu wandern. Toi, toi, toi. Eine Sekunde, geht sofort weiter. Ach, wir haben hier gerade gepennt. Ich bin nur einmal schnell zum Kühlschrank gehechtet. Haben etwas zu trinken geholt. Für gewöhnlich stelle ich mir mal ein Gläschen Wasser, Fläschchen Wasser daneben. Wenn ich aufnehme, aber irgendwie habe ich es eben bei dieser Aufnahme vergessen. Und so langsam wird einem doch der Mund fusselig vom Reden. Aber nun gut, wir sind jetzt gewappnet für die Jagd. Wir können Gegner komplett filetieren. Wir können Krallen, Hörner, Zähne, Klauen, Trophäen, Felle, Hörner. Wir können den alles abmachen. Wir können die Reste losfiletieren, die Gegner. Das ist geil. Also unsere Kasse wird sich freuen. Es wird noch ein bisschen dauern, weil wir jetzt ein paar tausend für die Skills rausgehauen. Es wird noch die eine oder andere Stunde dauern, ja, jagen, bis wir sozusagen eine Plusbilanz aus dem Ganzen rausziehen. Aber der Moment wird kommen. Und im Endgame werden wir dankbar dafür sein, dass wir das gemacht haben, weil es macht halt Sinn, deswegen war ich auch gerade so hinterher, diese Skills so früh wie möglich zu holen, weil jeden Gegner, den man sozusagen nicht tötet, wenn man diese Skills noch nicht hat, ist ja sozusagen verschenktes Geld. So. Deswegen hole ich mir mal als erstes die Skills und als es noch erforderlich war, auch die Werkzeuge dafür. Früher brauchte man ja noch sowas wie eine Kiefermeißel und eine Scherenkrallenzange und Stachelzange und was es nicht alles gab. Braucht man jetzt ja alles nicht mehr. Huch, wir haben Dämonier gefunden. Hi. Runter, okay. Mit dem widmen wir uns aber später. Denn der führt uns in die Ruinen. Da wollen wir auch noch hin. Aber erstmal gehen wir ein bisschen wieder durch den Drachensnapper prügeln. Aua! 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 Oh Gott, das sind mindestens drei, wenn ich mich gerade nicht verzählt habe. Da hinten war, glaube ich, noch einer. Ich sollte vielleicht versuchen, den Kampf nicht in die Richtung von Nummer 3 zu tragen. Das ist, glaube ich, aus Rückblick auf unsere Gesundheit. Keine allzu schlechte Idee. Komm
hinten ist die Zitadelle. Wir sind schon ganz schön weit gewandert auf Kalador. Und wir haben die Insel immer noch nicht komplett erkundet. Und ihr seht schon, wir sind jetzt schon wie lange auf dieser Insel? 10 Folgen? Das Hälfte des Let's Plays bis jetzt bestimmt schon. Bei uns wäre es mit ein bisschen Heilung. Bis die Eisteeflasche steht im Weg, Moment. Die Eisteeflasche stand genau vor meiner Gesundheitsleiste, ey. So. Oh, die liefern aber einen guten Kampf hier heute, die Viecher. Muss man überprüfen. Darf ich auch mal angreifen, vielleicht? Komm, Bones hat seinen schon tot und wir haben unseren noch nicht mal angekratzt. So, Bones, geh du mal auf den einen Prügel und ich loote mal kurz den anderen. Nicht, dass wir das vergessen. So. Nur ein Schwanzstachel, das ist aber traurig. Ah. Kralle, Zähne und Zunge. 4 Jagdbeuten gibt es, Viech. 4 Items können wir aus dem looten. Das lohnt sich. Ach, guck dir mal diese riesen Tiefebene an. Und dann ist noch ein Rammer. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Deckung. Oh Gott, da unten ist noch einer. Oh Gott, oh Gott. Und er hat uns gesehen. Und er hat uns gesehen. Warum geht er eigentlich immer grundsätzlich auf mich? Bei uns sieht man mit seinen Kriegsbemalungen noch viel gefährlicher aus. Geht doch mal auf Bones, ihr Mistviecher, der ist genauso lecker. So, einmal schnell looten. Ich hasse es nämlich, wenn ich Gegner übersehe. Da die ja gerade sich ja gerade voll und ganz auf unseren lieben Bones hier konzentrieren. Was natürlich nicht so bleibt, wenn wir weiter auf den einen prügeln, aber. Oh Gott, es sind mindestens 2 Rammer hier unterwegs. Looten. Rammer töten. Hallo Freundchen! Na, mein kleiner Klaps auf dem Popo und noch einer auf dem Popo und noch einer auf dem Popo. Oh Gott, wir versuchen dem hier den Hintern. Das ist so falsch, es ist so falsch. Scheiß Riesenviecher. Ups. Noch ein Rammer. Naja, gibt EP. Die sind so zäh, die Biester. Das ist unfassbar, ey. Rumpelpolter. Da hält sich auf jeden Fall noch Spinnen. Welche Seltenheit diesen Gefilden? Na, aber die sind wirklich keine Gegner mehr für uns. Uns hat auf jeden Fall mindestens einen umgenietet. Da liegt sie. Und da ist die dritte, genau. Okay. Haben alle. Oh, guckt euch mal an, was die jetzt droppen, wenn wir die looten. Ist das nicht geil? Sieht irgendwie noch ein Ritualplatz aus, oder hier? Oder sowas. Oh Gott, Warane. Oh Gott. Oh nein, das ist noch ein Drachensnapper. Ich will nicht mehr.
Aber, oh Gott, nicht runterfallen. Haben wir den Varan da hinten eigentlich schon gerootet? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, du Drecksvieh hier. Friss. Pistole muss nach dem Pistolentreffer muss er nämlich immer so ein bisschen zurückweichen, der gute Snapper. Dann können wir ein bisschen Atem schöpfen, bevor er uns wieder, glaube ich, der Shade überzieht. Geht doch. So, haben wir den schon gelootet gehabt oder nicht? Hatten wir, okay. Aber den da hinten bestimmt noch nicht. Moment, einmal noch ein Kräuterli. So, jetzt aber Varan. Wo bist du gestorben? Da hinten. Beute. So. Da sehe ich noch Scavenger. Aber sonst scheinen wir das hier schon recht entvölkert zu haben, das Gebiet. Oh, das ist eine Kiste. Cool. Das klingt. Ich wollte sagen, es klingt nach mehreren Scavengern. Ich habe den zweiten nicht gesehen, aber Bones scheint ihn gefunden zu haben. Ich komme gleich, Bones. Ich will ihn nur noch kurz looten. Wir dürfen gleich die Truhe allerdings am Baum nicht vergessen. Das war's mit dem Vieh. Okay, also erstmal den, die, ihn. So, Sesam, öffne dich. Ist da auch noch was? Nee, okay. Dann können wir uns jetzt zu dem Dämonenjäger aufmachen, den wir da eben gesehen hatten. Wollen wir mal gucken, was der so spricht. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Aufnahme. Es ist mal wieder Zeit für eine Aufnahmepause. Ich habe so viel gespielt die letzten zwei Tage. Bis auf den Kram an der Krabbenküste ist eigentlich alles in den letzten, ja, 24 Stunden entstanden. Und so langsam reicht es mir auch ein bisschen. Ich wollte allerdings ein bisschen vorproduzieren, bevor allerdings die Qualität vom Let's Play darunter leidet, weil ich keinen Bock mehr habe. Mache ich jetzt lieber eine sinnvolle Pause, wie ich finde. Und ja, ich hoffe, diese Folgen auf Kalador heute haben euch gefallen. Und in der nächsten Aufnahme werden wir dann vielleicht, wenn es gut läuft, unsere Expedition auf Kalador abschließen. Und dann mal gucken, wohin die Winde uns führen. In diesem Sinne, bis dann.